Kapitel 1. Auf Schatzsuche. Der Geruch von Schweiß und Plastik stach ihm seit einer gefühlten Ewigkeit in die Nase, während der Anzug selbst ihm kaum Bewegungsfreiheit ließ. Und die Gurte, mit denen man ihn vor Beginn des Flugs festgezurrt hatte, taten ein Übriges. Fast beneidete er den Trupp Marines, die mit ihm im Hubschrauber Richtung Washington DC unterwegs waren. Denn ihre Bio-Kampfanzüge sahen deutlich komfortabler aus als dieses gelbe Ungetüm, mit dem er sich herumschlagen musste. Aber er war auch nicht zum Kämpfen hier, sondern nur als fachlicher Berater. Die Soldaten sahen Dr. Amy Anderson und ihn, ihre wissenschaftlichen Begleiter, mehr als Ladung. Sein Job bestand also streng genommen im Klugscheißen. Und das konnte er nur zu gut. Damit hatte ihn Maya immer aufgezogen. Damals, in der guten alten Zeit, als die beiden noch in ihrem kleinen Apartment in South End, Boston gewohnt hatten. Vor dem Tag X, bevor Millionen von Menschen vom Antlitz der Erde verschwanden, als sich Mutter Natur alles zurückholte, was ihr der Mensch in Jahrtausenden abgerungen hatte. Wie lange war das her? 15 Jahre? Nein, natürlich 17 Jahre schon. Ein dunkles Kapitel, das die Welt, wie er sie kannte, für immer verändert hatte. Der Tag X beschrieb den Anfang der neuen Zeitrechnung. Begonnen hatte alles aber eigentlich schon viel früher. Bereits Ende des 20. Jahrhunderts hatten Allergien und Fälle des sogenannten Heuschnupfens drastisch zugenommen. Von Generation zu Generation litten mehr und mehr Menschen unter dieser Überreaktion. Das Immunsystem schreit Feuer, wo keines ist, und versetzt den Körper in Alarmzustand. Dr. Eric Frederiksen selbst hatte schon als Junge starkes allergisches Asthma und musste damals täglich Cortison inhalieren, um im Frühling noch aus dem Haus gehen zu können. Inzwischen war die Konzentration der Allergene in der Luft so hoch, dass man in großen Teilen der USA nur noch mit Atemgerät und Schutzanzug vor die Tür gehen konnte. Viele Städte mussten evakuiert und die Bevölkerung in küstennahe Regionen oder gleich in den Süden umgesiedelt werden, wo Hitze, Wind und hohe Luftfeuchtigkeit den ganzen Dreck aus der Luft holten. Metropolen wie Washington, Chicago oder Dallas waren zu Geisterstädten geworden und inzwischen dick von Grün überwuchert. Quarantänezonen waren errichtet worden und dehnten sich bald über den gesamten Norden der USA und ganz Kanada aus. Küstenmetropolen wie Miami oder San Diego gehörten aufgrund ihrer Lage noch zu den sicheren Gebieten. Sie werden heute von gigantischen Zeltstädten gesäumt, in denen die Glücklichen, die es noch rechtzeitig aus den Krisengebieten geschafft hatten und nicht in den Jahren der Unruhen nach dem Tag X den Tod fanden, ein ärmliches Dasein fristen und mehr oder weniger vor sich hin vegetieren. Viele Jahre hatte Eric mit sich gerungen, ob Biologie nicht vielleicht doch der falsche Studiengang für ihn gewesen war. Heute war er einer der gefragtesten Freelancer, wenn es darum ging, sich sicher in Quarantänezonen zu bewegen. Reich hat es ihn zwar noch nicht gemacht, aber dank seines wohlhabenden Gönners und Auftraggebers Quentin Van Veit durfte er eines der heiß begehrten Penthäuser in San Diego bewohnen. Kost und Logis inbegriffen, das verstand sich von selbst. Doch er fühlte sich dort einsam und alleine. Er dachte immer noch viel an Maya. Sie fehlte ihm. Würde er jemals erfahren, was mit ihr geschehen war? Machen Sie sich bereit, Doktor. Wir sind gleich da. Riss die Stimme von Gottfried Schneider Eric aus seinen Gedanken. Der hünenhafte Deutsche war der einzige Söldner der Gruppe und Van Veits ehemaliger Sicherheitschef. Er führte die Soldaten an, die Eric und seine Kollegin bei ihren Exkursionen begleiteten. Schon gut, Mr. Terminator.
Ich werde mit Ihnen kommen, weil ich leben will, witzelte er an einen alten Kultfilm denkend und erntete nur einen verächtlichen Blick. Niemand schien dieser Tage noch popkulturelle Referenzen zu schätzen wissen. Mühsam und schlussendlich vergebens kämpfte Eric gegen die Gurte an, nur um Hilfe suchen, die anderen zu fixieren. Kann mir bitte mal jemand helfen? Es war so demütigend. Quälende Augenblicke später beugte sich Amy zu ihm hinunter und befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Und ihre Beschützer waren etwa so humorempfänglich, als hätte man ihnen gerade alle Weisheitszähne auf einmal gezogen. Er richtete sich auf und wäre beinahe direkt wieder umgekippt, als der Hubschrauber einen halben Meter über dem linken Memorial Reflecting Pool schlingerte. Hey, Moment mal, landen wir denn nicht? Schneider grinste mit kaum versteckter Häme zu dem Wissenschaftler hinunter. Diese gesamte Region ist ein Sumpf. Es ist unvermeidlich, sich hier abzuseilen. Typischer Soldatenhumor, dachte Eric und schluckte. Denn er war in seinem Leben schon vieles gewesen, aber nie sportlich. Beim Turnen hatte er sich gerne vor allem vor Kletterübungen gedrückt und sich lieber in der Bibliothek in Büchern vergraben. Abenteuergeschichten à la Alan Quatermain las er mit Vorliebe. Abenteuer aus einer sicheren Distanz. Er zwang den Kloß im Hals hinunter und ließ sich von Amy an einem Seil festhaken. Wie Sie das Ende überlebt haben, ist mir schleierhaft, Frederiksen. Das stimmte wohl. Es war ihr Glück oder, wenn man daran glauben mochte, Schicksal gewesen, dass Eric ausgerechnet in der Woche einen Fachkongress in New Orleans besuchte, in der die Regierung den Ausnahmezustand erklärt und damit ein heilloses Chaos ausgelöst hatte. Er erinnerte sich noch, wie er vergeblich versucht hatte, Maya anzurufen. Sie war zu jener Zeit in DC als Beraterin im Weißen Haus tätig gewesen und sollte bei Abrüstungsgesprächen Einschätzungen über das Biowaffenpotenzial von Schwellenländern oder etwas in der Art liefern. Dabei hatte sie schon Wochen vorher so geheimnisvoll getan, dass Eric fast annahm, sie hätte eine Affäre. Das bereitete ihm noch heute ein schlechtes Gewissen. Sie waren nicht im Guten auseinandergegangen. Und das hier war seitdem sein erster Besuch in der ehemaligen Hauptstadt. Wie im Rest der Staaten hatte sich auch diese Metropole völlig verändert. Aus dem ehemaligen Regierungsviertel war ein Feuchtbiotop geworden. Was Maya bloß zugestoßen war? Er hatte es über die Jahre immer wieder versucht herauszufinden, aber ohne Mittel und gestrandet am anderen Ende des Landes war es ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch von Quentin van Veit hatte er keine wirkliche Hilfe bekommen. Dieser interessierte sich nur für sein großes Ganzes und nicht für ein Einzelschicksal. Mit einem Schlag landete Eric unsanft auf dem Hosenboden, in zentimeterhohem Matsch auf einer ebenen Fläche. In der Ferne konnte er das Lincoln Memorial erkennen, oder das, was eine gigantische Ranke davon übrig gelassen hatte. Kaum war er wieder auf den Beinen, landete Amy neben ihm. Die Botanikerin machte bei der Landung eine deutlich elegantere Figur. Ob es daran lag, dass Amy schätzungsweise halb so alt wie Eric sein mochte, oder ob sie als Kind vielleicht sogar schon regelmäßig Sport getrieben hatte? Egal, sie ließ ihn zu jeder Zeit ihre Überlegenheit spüren. Wohl als Ausgleich dafür, dass sie von Van Veit zu Erics Assistentin bestellt worden war. Wohl aber eher, um auf ihn aufzupassen. Ein sicher gut bezahltes Kindermädchen. Der Trupp mit 5 Soldaten, die auf Erica einen gut ausgebildeten Eindruck machten, war bereits ausgeschwärmt und dabei, das Gelände zu sichern. Die verlassenen Städte dienten oft Plünderern und Söldnergruppen als Unterschlupf. Eine Gefahr, die man nicht unterschätzen durfte, denn wer immer in der Quarantänezone überleben wollte, war besser bis an die Zähne bewaffnet. Aber auch die Flora und Fauna hatte die aufgegebenen Häuserschluchten zum Jagdrevier erkoren. Kaum zu glauben, dass keine 20 Jahre zuvor hier eine Regierung die Geschicke der freien Welt gelenkt hatte. Mit lautem Getöse brach der Hubschrauber nach einem letzten Überflug wieder Richtung Küste auf, wo ein Flugzeugträger in der Chesapeake Bay vor Anker lag. Das Wetter war heute etwas trübe. Die Temperaturen mit 35 Grad Celsius dennoch sommerlich warm. Ein gefühlter Schweißbach rann zwischen Erics Stirn herunter und einmal mehr wünschte er sich eine Klimakontrolle für seinen Anzug. Er seufzte einmal hörbar auf, musste sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Denn sie sollten hier nicht zu lange verweilen. Durch die fast schon tropischen Temperaturen hatte sich in diesem Gebiet eine ganze Reihe neuer Arten an Tieren und Pflanzen angesiedelt,
die sonst eher in südlicheren Sumpfgebieten oder dem Regenwald zu Hause gewesen waren. Und er hatte keine Lust, mit einem Alligator Bekanntschaft zu machen. Gelände gesichert, bellte Angela Porter ihrem Vorgesetzten Schneider entgegen, der das mit einem Nicken quittierte und nun auf Eric zukam. Also Doc, hier wären wir. Was nun? Die heutige Mission diente vor allem Aufklärungszwecken und dem Tipp eines Informanten zu folgen. Van Veit schickte sie von Stadt zu Stadt, um Artefakte einer anderen Zeit aus den Ruinen der vergangenen Welt zu bergen. Schätze, die nicht mehr rechtzeitig vor dem großen Kollaps in Sicherheit gebracht werden konnten oder auf dem Weg dahin verloren gegangen waren. Im nächsten Moment riss eine Druckwelle Eric von den Beinen, als der Helikopter, mit dem sie nur vor Minuten gekommen waren, sich nur etwa 50 Meter entfernt von ihnen mit Getöse in den Boden bohrte. Mit einem tauben Gefühl und einem langsam abschwellenden Tinnitus im Ohr kämpfte sich Eric wieder auf die Füße. Schüsse fielen und die Gruppe floh in Richtung Washington Monument, zumindest soweit der schlammige Boden es zuließ. Von ihren Angreifern war nichts zu sehen und doch schlugen die Kugeln nur knapp neben ihnen platschend ein. Plünderer, schoss es Eric durch den Kopf. Schon nach kürzester Zeit machte sich Erics mangelndes Training bemerkbar und er verfiel in heftiges Schnaufen. Sollten sie hier lebend herauskommen, würde er auf jeden Fall das mit seiner Körperfitness in Ordnung bringen. Ein letzter Endspurt und er brachte sich wie die anderen hinter einer Betonwand beim Weltkriegsdenkmal in Sicherheit, die sie hoffentlich vorerst schützen würde. Keiner verletzt, blickte Schneider ernst in die Runde, der von oben bis unten mit Matsch bedeckten Gruppe. Sie schienen noch einmal Glück gehabt zu haben. Gut. Porter, Sie versuchen eine Verbindung zur USS Lexington aufzubauen. Wir brauchen jemanden, der uns abholt. Alle anderen Ruhe. Wir wollen keine weitere Aufmerksamkeit auf uns lenken. Irgendwie beneidete Eric Schneider um seine Kaltblütigkeit, die ihm selbst völlig fehlte. Er kämpfte gegen sein rasendes Herz und das aufkommende Asthma an. Was tun Sie da? Herrschte Amy ihn an. Wir müssen ruhig bleiben. Lippenbremse, keuchte Eric, mühsam nach Atem ringend. Damit ich Luft bekomme. Bin Asthmatiker. Hier konnte er schlecht den Anzug öffnen, um sich einen tiefen Zug aus seinem Bronchialspray zu holen. Durch das Auspusten von Luft bei gleichzeitigem Zusammenpressen der Lippen konnte er dem beklemmenden Gefühl der Atemnot entgegenwirken, das durch die verkrampfenden Atemwege ausgelöst wurde. Sie verdrehte einmal mehr die Augen und drückte sich an die Wand, während Eric zusehends seinen Atem wiederfand und sich ein wenig umsah. Here we mark the price of freedom, stand da in verwitterten Lettern auf einem Stein. Was einmal eine schöne Anlage mit Teich und Springbrunnen bzw. einer breiten Allee gewesen war, hatte sich nun in einen dreckigen Sumpf, in dem Sperrmüll wie Fahrräder, Einkaufs- oder Kinderwägen und Straßenschilder schwammen, verwandelt. So plötzlich, wie der Angriff begonnen hatte, endete er wieder und Ruhe kehrte ein. Doch sie waren noch immer da draußen, entweder lauernd oder den Standort wechselnd, dessen war Eric sich sicher. Inzwischen hatte sich seine Atmung wieder beruhigt und der Druck auf seinen Brustkorb ließ nach. Schneider lehnte sich leicht aus der Deckung, um mit einem Feldstecher die Gegend auszukundschaften. Die müssen sich beim Lincoln Memorial eingegraben haben. Zu sehen ist nichts. Wie steht's mit meiner Verbindung, Porter? Sagte er flüsternd. Angela Porter stand über den Rucksack mit dem Satellitentelefon gebeugt und schüttelte den Kopf. Nur weißes Rauschen, Sir. Wenn wir es von einem höheren Punkt aus versuchen könnten. Die Technik war in jenen Tagen unzuverlässig geworden. Das meiste war alt und wenn etwas kaputt ging, gab es oft keine Ersatzteile mehr. Van Veit konnte zwar noch aus seinem alten ehemaligen Militärdepot aus dem Vollen schöpfen, aber es gab darüber hinaus keinen Nachschub mehr. Dazu kam auch, dass viele der Kommunikationssatelliten in den letzten Jahren mangels Wartung abgestürzt waren und es ja kein Weltraumprogramm mehr gab, um sie zu ersetzen. Das hatte klaffende Löcher in das globale Netz gerissen. Das Internet war wieder an klassische Kabelleitungen gebunden. Eine Funkverbindung aufzubauen, konnte zum Glücksspiel werden. Auch wenn Schneider völlig ruhig blieb, war ihm anzumerken, dass er innerlich fluchte. Eric hatte ihn bei sicher bald 50 Einsätzen begleitet und konnte in den faltigen Gesichtszügen trotz Schutzvisier lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Naja, zumindest meinte er sagen zu können, wann der grimmige Hühne besser in Ruhe gelassen werden sollte. Er schien für einen Moment die Optionen abzuwägen,
bevor er sich einmal mehr mit stoischer Ruhe an die Runde wandte. Also gut. Unsere Mission ist weiterhin, Dr. Frederiksen und Dr. Anderson zum National Archives Building zu eskortieren. So wie es aussieht, befinden sich unsere Gegner in unserem Rücken. Ich schätze, wir haben es mit einem Trupp Plünderer zu tun. Mit etwas Glück lassen sie uns jetzt in Ruhe. Dass sie uns den Rückweg abgeschnitten haben, macht die Sache schwieriger, aber ich sage, wir machen trotzdem wie geplant weiter. Gegen 20, 30 Stunden haben unsere Gegner die untergehende Sonne im Rücken und wir einen taktischen Nachteil. Wir haben also unter 2 Stunden Zeit. Ansonsten müssten wir auf den Einbruch der Nacht warten und kämen mit unseren Nachtsichtgeräten dann deutlich langsamer voran. Porter und Roberts, sie sichern uns nach hinten ab. Joseph und Abrams übernehmen die Vorhut. Alle unnötigen Geräusche und Unterhaltungen sind zu unterlassen, bis wir das Gebäude erreicht haben. Unser nächster angepeilter Funkkontakt ist in 1 Stunde. Den erledigen wir auf dem Gebäudedach. Jetzt los, los, los! So ging es langsam und vorsichtig voran. Richtige Deckung gab es keine. Dafür war das Gelände zu eben. Aber als sie den Madison Drive erreicht hatten, bot ein Feld aus Schilf, das die einstigen Rasenflächen überwuchert hatte, ein Stück gefühlte Sicherheit. Und die angespannte Stimmung löste sich wieder etwas. Die Explosion des Hubschraubers erschien Eric immer unwirklicher, so als hätte er sie nur geträumt. Das ist das Smithsonian National Museum of Natural History. Da habe ich vor 20 Jahren einen Vortrag über... setzte Eric an und wurde direkt von Schneider, der 5 Meter vor ihm lief, abgewürgt. Ich sagte Ruhe. Im selben Moment löste sich Schneiders Körper in einen Regen aus Blut, einzelnen Körperteilen und Innereien auf, die sich über das Feld verteilten. Eric wurde von der Druckwelle von den Füßen gerissen und blieb erstarrt liegen. Er hatte in den letzten Jahren viel Unglaubliches gesehen, aber nichts, das ihn auf die heutigen Ereignisse hätte vorbereiten können. Minen! Keiner rührt sich! Joseph, scannen! Brüllte Porter von hinten das Kommando übernehmend. Das musste man Eric nicht zweimal sagen. Er zitterte innerlich, wollte schreien, hielt sich aber krampfhaft zurück, während der Pfeifton der nahen Explosion in seinen Ohren nur sehr langsam abschwoll. Auch Amy neben ihm wirkte fassungslos und bleich. Das konnte er sogar durch das Sichtfeld ihres Anzugs erkennen. Erst der Scharfschütze oder vielleicht auch mehrere, dann Minen? Keine der bisher von ihnen untersuchten Städte war derart gefährlich gewesen. Ben Joseph hatte in der Vorhut ein komisches schwarzes Sichtgerät über die Augen gezogen. Wohl eine Art Scanner, einem Nachtsichtgerät ähnlich, und ließ seinen Blick im Kreis wandern. Verdammte Scheiße, hier hat jemand ganze Arbeit geleistet. Ich sehe ein gutes Dutzend Minen über das ganze Feld verteilt. Wir sind bereits mitten hindurchgelaufen. Was in dieser Stadt rechtfertigte einen derartigen Aufwand? Und wer zum Teufel hatte ein Interesse daran, das ehemalige Regierungsviertel zu verminen? Fragte sich Eric. Okay, Joseph. Suchen Sie uns einen Weg nach draußen. Zurück zur Straße. Nur noch einen Block. Das müssen wir wohl wieder auf freiem Terrain absolvieren. Ihre Ruhe. Da war eben Ihr Vorgesetzter in kleine Teilchen zerstoben und sie blieb fast schon soziopathisch cool. Langsam kam Eric wieder auf die Beine. Mit Mühe unterdrückte er einen Brechreiz. Übergeben machte sich in Schutzanzügen überhaupt nicht gut. Amy hingegen blickte weiterhin verstört auf den Fleck, wo Momente zuvor noch Schneider gestanden hatte. Währenddessen hatten sich Joseph und Abrams in Bewegung gesetzt und zu Amy und Eric aufgeschlossen. Ma'am, Sir, bitte kommen Sie hier entlang. Sehr langsam arbeitete sich die Gruppe die letzten Meter zum National Archive vor. Inzwischen war die Wolkendecke aufgerissen und ein blutroter Schleier verabschiedete den Tag. Ein brennender Himmel. Wie passend, dachte Eric. Ob man sie auf der USS Lexington inzwischen schon vermisste? Ihnen sollte ja bereits aufgefallen sein, dass der Hubschrauber nicht mehr zurückgekommen war. Sie waren auf ihren Missionen schon häufiger auf Plünderer gestoßen. Und ab und an hatte auch ihr Hubschrauber, ihr Jeep oder Boot etwas abbekommen. So ohne jeden Kontakt in einer Quarantänezone verschollen, waren sie noch nie. Warum ausgerechnet hier und jetzt? Dr. Eric Frederiksen seufzte laut und rang nach Fassung. Er musste das lähmende Gefühl der Hilflosigkeit hinter sich lassen, so wie es die Soldaten taten. Zum Trauern und Verarbeiten musste später noch Zeit sein. Jetzt ging es ums Überleben und die Mission. Schließlich sollte niemand umsonst gestorben sein. Den Rest des Weges legten sie ohne weiteren Zwischenfall zurück,
Und inzwischen hatte sich auch Amy wieder einigermaßen gefangen. Sie war härter im Nehmen, als ihr Eric zugetraut hätte. Aber die Evolution hatte es vorgemacht. Entweder passte man sich an und überlebte, oder man wurde gefressen und landete, metaphorisch gesprochen, unter den Rädern des Fortschritts. Sie wechselten von der Constitution Avenue über die 9th Street zur Pennsylvania Avenue und standen vor dem National Archives Building, das imposant vor ihnen aufragte. Efeu-Ranken hatten sich um die massiven Säulen geschlungen und die großen, schweren Türen waren schon vor Jahren aus den Angeln gesprengt worden. Mutter Natur hatte sich im ganzen Gebäude ausgebreitet und alle Schreibtische, Schränke und Kommoden sowie deren Inhalt über die Böden verteilt. Porter schickte Joseph mit dem Satellitentelefon los und ließ das Gebäude sichern, während die Wissenschaftler sich auf die Suche begaben. Eric wusste genau, wo er fündig werden würde. In einem der hinteren Büros, das wie der Rest des Gebäudes verwüstet worden war, war ein Versteck den Plünderern entgangen. Hinter einem Wandpanel befand sich der USB-Stick in einer Plastiktüte, wie der Informant es beschrieben hatte. Jetzt musste dieser nur noch die letzten Jahre Witterung und Feuchtigkeit überstanden haben, und sie hätten trotz aller Verluste und Widrigkeiten ihr Ziel erreicht. In diesem Augenblick zog ihn eine Gestalt zurück und legte einen Zeigefinger beschwörend auf den Mund, beziehungsweise an das Plastikvisier ihres Helms. Es war Angela Porter. In der Atmosphäre des Anzugs hatte Eric es nicht bemerkt, aber da war ein lautes Motorenbrummen zu vernehmen und durch die Glasfront fiel Scheinwerferlicht von draußen herein. Plötzlich ging alles ganz schnell und ehe er sich versah, wurde das Gebäude von Soldaten gestürmt. Der Versuch, sich zu verstecken, war im Anzug von vornherein zum Scheitern verurteilt. Schon hielt eine ebenfalls in einen Schutzanzug gehüllte Gestalt Porter und Eric mit einer Waffe in Schach. Eric spürte einen dumpfen Schlag auf den Hinterkopf, dann versank die Welt um ihn herum und er verlor das Bewusstsein. Kapitel 2 Gastfreundschaft. In Erics Erinnerung klaffte eine große Lücke und die Wirklichkeit hatte drei Salti rückwärts gemacht. War er nicht eben in einem verfallenen Büro überwältigt worden? Jetzt saß er auf einer Wiese und Maya neben ihm. War das eine Erinnerung? Aber er konnte sich partout nicht entsinnen, wann das gewesen sein sollte. Zögerlich sah er an sich herab. Er steckte immer noch in seinem Schutzanzug? Nur Maya sah aus wie an dem Tag, als sie sich zum letzten Mal gesehen hatten. Als sie gestritten hatten, eine Blumenvase quer durch den Raum geflogen und er wütend aus dem Hotelzimmer gestürmt war. Jetzt saßen sie nebeneinander auf weichem Gras und die Luft duftete wunderbar nach Blumen. Kein Geruch von Künstlichkeit und Plastik. Es fühlte sich so real an wie früher, nur dass er kein Asthma, keinen Heuschnupfen und auch sonst keine Regung seines Immunsystems verspürte. Ein Traum also. Wie bedauerlich. Das ist kein Traum, Eric. Das ist das Hier und Jetzt. Schön, seine Fantasiegestalt wollte ihm einreden, real zu sein. Aber wie kannst du hier sein? Du bist damals verschwunden. Die ganzen Jahre kein Lebenszeichen. Und du willst dich nicht verändert haben? Und wo ist hier? Er spürte Wut in sich aufkeimen. Und das, obwohl alles um ihn herum sich wie eine entspannende Zuflucht anfühlte. Du bist in Gefahr. Sie wollen dir nichts Gutes. Und du musst zusehen, dass du schnell hier wegkommst. Aber wer und wo? Was war mit ihm geschehen? Wenn ihm sein Unterbewusstsein schon Botschaften schicken wollte, warum dann nicht besser verständlicher? Doch dann nahm er ein Vibrieren der Welt um sich herum wahr. Wer bist du? Was willst du? Sprach eine mächtige, omnipräsente Stimme von überall her, während Mayas Blick immer sorgenvoller wurde. Antworte nicht. Sie wollen dir schaden. Wehre dich.
Ja, das fühlte sich alles verdammt nochmal wie ein LSD-Trip an. Er wusste, warum er nach seiner ersten Erfahrung auf einer Studentenparty die Finger von dem Zeug gelassen hatte. Irgendetwas in ihm wollte aber antworten. Wollte sagen, dass er einen USB-Stick mit den Frachtpapieren aus dem National Archive gesucht und gefunden hatte und damit den Aufenthaltsort der... Nein, das wollte er doch gar nicht sagen. Oder hatte er es nur gedacht? Er verkrampfte sich und kämpfte jetzt dagegen an, während Maya ihm beschwörend in die Augen sah. Nein, er musste hier weg. Alles begann sich zu drehen, als die Stimme die Fragen wiederholte. Er schwankte den Hügel hinunter und schrie: Nein! Dann fiel er auf die Knie, begann zu würgen und die Welt um ihn herum begann zu zerfallen und sich aufzulösen. Maya und die Wiese verschwanden. Aus dem Blumenduft wurde der Geruch nach verbrannter Erde und ihn umgab Finsternis. Etwas riss ihn nach oben und ließ seinen Körper bersten, nur damit er erneut in ein tiefes Nichts stürzte und unvermittelt realisierte, dass er auf dem Rücken lag und sich nicht bewegen konnte. Verschwommene Umrisse erschienen vor ihm, die langsam immer klarer wurden, bis er ein Gesicht ausmachen konnte, zu dem die alles durchdringende Stimme gehörte, die erneut die Fragen auf ihn herabregnen ließ. Wer bist du? Was willst du? Und dann war er wieder bei klarem Verstand und hustete etwas Schleimiges heraus, das seine Atemwege verklebt hatte. Ein kurzes Gefühl zu ersticken, dann war sein Kopf endgültig wieder in der Realität angekommen und der Trip machte bohrenden Kopfschmerzen Platz, die sich anfühlten, als hätte er einen Kater und letzte Nacht durchgezecht. Der Mann mit Mundschutz sah Eric tief in die Augen und leuchtete kurz mit einer Stablampe hinein. Schwester, sedieren. Es hat nicht funktioniert. Bringt ihn zurück in den Wartebereich. Vielleicht haben wir bei den anderen mehr Glück. Ein Stich und alles begann vor seinen Augen zu zerlaufen und wohlige Schwärze umfing ihn. Eric machte ein weiteres Mal die Augen auf und lag immer noch auf dem Rücken. Die Arme und Beine waren festgezurrt und er fühlte sich stark an die Gurte aus dem Hubschrauber erinnert. Weiße Wände starrten ihm entgegen. Ein gewöhnliches Krankenzimmer, wie er in seinem Leben schon viele gesehen hatte. Dumpf konnte er aus der Ferne Schritte, Stimmen und Lautsprecheransagen hören. Er war in einem Krankenhaus? Schon wieder ein Traum. Wie sollte er sonst aus der verfallenen Ruine in der Geisterstadt, die einst die Hauptstadt der USA gewesen war, in ein sauberes Krankenzimmer gekommen sein? So etwas gab es in seiner Welt nicht mehr. Das musste eine Erinnerung aus der Vergangenheit sein. Hallo? Hallo, ist da wer? Er bäumte sich gegen die Fesseln auf und rief so laut er konnte. Das musste doch jemand hören. Verdammt, sein Schädel schmerzte. Vielleicht doch kein Traum? Aber wo zum Teufel war er gelandet? Und was war diese furchtbare Zwischenepisode gewesen? Er blickte, soweit seine Lage es zuließ, an sich herab. Ein weißes Nachthemd, das noch so sauber und knitterfrei aussah, als hätte er es eben erst bekommen. Seine Arme und Beine waren mit einem Gurt fixiert, die Taille ebenso. Hallo! Da musste doch jemand sein! Und da... Endlich öffnete sich die Tür und eine adrette Schwester kam herein. Was haben wir denn wieder, Mr. Frederiksen? Verblüffung machte sich breit. Er war sich sicher, keine Ausweispapiere oder Ähnliches in der Tasche gehabt zu haben. Dennoch schien sie zu wissen, wer er war. Naja, bis auf den Doktortitel, den sie unterschlug. Schwester, was ist hier los? Warum bin ich hier festgebunden? Und wo zum Geier bin ich? Sie musterte ihn mit einem fürsorglichen Blick. Sie sind da, wo Sie schon die letzte Woche verbracht haben. Im George Washington. Und Sie sind zu Ihrer eigenen Sicherheit festgeschnallt, Mr. Frederiksen. Sie hatten wohl eine Episode. Drei Krankenpfleger haben Sie bändigen müssen. Sie haben herumgeschrien, als wäre der Leibhaftige hinter Ihnen her. Die letzte Woche? Das ist nicht möglich. Den wievielten haben wir heute? Ungläubig und wohl kreidebleich sah er zur Lady in Weiß, die eine neue Sorgenfalte zeigte. Mr. Frederiksen, wir haben den 9. Juni 2020. Sie wurden am 3. Juni eingeliefert. Ihre Frau war bereits mehrfach zu Besuch, sie aber wohl noch nicht ansprechbar. Hören Sie, ich glaube, Sie sollten alles Weitere mit Dr. Newton besprechen. Er kann auch entscheiden,
ob sie noch eine Gefahr für sich und andere darstellen. Ich bringe ihnen dann in einer halben Stunde Frühstück. Und Schwester Rose kommt gleich noch, um sie zu waschen. Er verstand überhaupt nichts mehr. Wo sollte er sein? Was war das hier? Das ergab doch alles keinen Sinn. Moment. 2020. Anfang Juni. Das war wenige Tage vor Tag X, vor dem Ausnahmezustand, vor dem Chaos, vor... Und er müsste jetzt schon längst in New Orleans sein und... Erneut öffnete sich die Tür und ein hochgewachsener, eher schlaksiger Arzt betrat den Raum. Dr. Newton nahm Eric an. Danke, Betty. Ich übernehme unseren Freund von hier an, sagte er und komplimentierte die Schwester aus dem Raum. Also, Mr. Frederiksen, was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Alles drehte sich. Eric fühlte sich schwindelig. Das konnte alles nicht sein. Ich weiß nicht. Das alles... Ich kann mich nicht wirklich an viel erinnern, flunkerte er. Einem Arzt eine Geschichte über eine dystopische Zukunft zu erzählen, wenn man wollte, dass er einen von seinen Fesseln befreite, war wohl kein besonders cleverer Schachzug. Da half erstmal wohl nur mitspielen. Nun, Sie haben eine ordentliche Gehirnerschütterung. War wohl eine Blumenvase, die Sie da erwischt hat. Ihre Frau scheint einiges an Temperament zu besitzen, was immer Sie getan haben, um sie so zu verärgern. Ein Grinsen spielte über die Züge des Arztes. Also gut, Eric musste gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich weiß nicht, da sind nur ein paar zusammenhanglose Bilder. Wir hatten wohl einen Streit, der anscheinend etwas eskaliert ist. Aber wie Sie sehen, geht es mir wieder besser. Können Sie mich nicht losmachen? Der Arzt blickte ihn abschätzend an und kratzte sich unschlüssig am Kinn. Na gut, ich weise die Schwester an, sie nach der Visite loszuschnallen, sofern ihre Werte sich nicht verschlechtert haben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir ihre Frau zu ihnen lassen sollten. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Die letzte Anmerkung sollte wohl eine Art Ärztehumor sein. Ein Anflug eines amüsierten Schmunzelns auf dem Gesicht des Mediziners legte das zumindest nahe. Aber immerhin, sich zu befreien schien einfacher als befürchtet. Aber versprechen Sie mir, dass Sie es langsam angehen lassen. In Ordnung? Ein derartiger Schlag auf den Kopf kann neben der Gehirnerschütterung auch Halluzinationen und Wahnvorstellungen auslösen. Sollten Sie sich ungut fühlen, sagen Sie es uns bitte. Wir wollen Ihnen schließlich nur helfen. Aber sicher, Dr. Newton, ich werde ein ganz artiger Patient sein, um schnell hier rauszukommen. Das ganze Liegen, Sie verstehen sicher. Der Mann im weißen Kittel nickte kurz, verabschiedete sich und verließ den Raum. Als nächstes kam Schwester Rose, eine etwas ältere und sehr resolute Dame. Kein Wunder, dass sie den Waschdienst übernahm. Patienten sollten ja keinesfalls auf falsche Gedanken kommen. So ließ er auch diese Tortur über sich ergehen, und vor dem Frühstück kam die versprochene Visite in Form einer Gruppe Weißkittel. Diese drängelten sich kurz in den Raum, lasen seine Werte von einem Tablet-Computer ab und machten ihn schließlich los. Das folgende Frühstück genoss Eric. Er fühlte sich völlig ausgehungert, auch wenn sich kein wirkliches Sättigungsgefühl einstellen wollte. Krankenhausfraß oder dem Traum geschuldet. Nach der unergiebigen Stärkung kehrten seine Gedanken zu seiner aktuellen Situation zurück. Er musste immer noch aus dem Krankenhaus raus, und das so schnell wie möglich. Als er wieder alleine war, schien die Gelegenheit gekommen. Er setzte sich auf und versuchte langsam auf die Beine zu kommen. Alles mehr als etwas wackelig, aber er hatte seine jugendliche Drahtigkeit zurückgewonnen. Als nächstes durchsuchte er die Schränke und Schubladen im Raum. Kaum persönliche Dinge, aber Hemd und Hose hingen sorgsam über einem Bügel. Sehr gut, das lief fast zu glatt. Ob man ihn unterwegs überhaupt aufhalten würde? Er drehte drei Proberunden durch den Raum, um sicher genug auf den Beinen zu sein, damit er nicht auffiel. Draußen herrschte reges Treiben, er sollte in der Menge unauffällig entkommen können. Er schob sich langsam Richtung Aufzug, fuhr ins Erdgeschoss hinunter und hielt von dort aus direkt auf den Ausgang zu. Er konnte die frische Luft schon fast auf dem Gesicht spüren. Mit einem Schlag landete sein Gesicht an einer unsichtbaren Wand und vor seinen Augen wurde es abermals schwarz. Irgendwie war er vom Regen in die Traufe gekommen. Eric mobilisierte seine Kräfte und kämpfte sich langsam hoch in die Vertikale. War er endlich wieder in der Realität angekommen? Ja,
Die Kopfschmerzen waren immer noch da. Aber er hatte den Krankenhauskittel gegen einen schmutzigen Schutzanzug getauscht. Den Helm hatte man ihm allerdings abgenommen. Und bei dem muffigen Gestank, der hier herrschte, wünschte sich Eric fast den Geruch nach Plastik zurück. Auch der dreckige Boden, auf dem er zu sich gekommen war, sprach eindeutig dafür, dass er dem Wahnsinn seines Unterbewusstseins entkommen war. Da sind Sie ja wieder. Wurde auch langsam Zeit. Wollten Sie überwintern? Amy war sicher wesentlich hübscher, aber er vermisste Schwester Betty aus seinem Traum jetzt schon. Stöhnend kam er erst auf die Knie und dann auf die Beine. Ich habe Sie auch vermisst und danke der Nachfrage. Mir geht es ausgezeichnet. Wo sind wir hier? Haben sich unsere Gastgeber schon vorgestellt? Wir wurden alle schon verhört und unter Drogen gesetzt. Die machen hier keine halben Sachen, schaltete sich Angela Porter ein. Die wissen inzwischen, warum wir hier sind. Die haben auch den USB-Stick an sich genommen, obwohl sie an unserer kleinen Schatzsuche nicht interessiert gewesen zu sein schienen. Ich kann mich nur an einen komischen Traum erinnern, in dem mir jemand Fragen gestellt hat, ich aber, naja, standgehalten habe. Triumphierte Eric, sich an seinen ersten Traum erinnernd. Mein Unterbewusstsein hat mich nämlich gewarnt. Von sich selbst beeindruckt sah er sich in ihrer Zelle um. Sie mussten in einer alten Polizeistation, in einer Ausnüchterungszelle sein. Sie und Ihr Ego haben uns die Nummer erst eingebrockt. Sie haben unserem Boss doch den Floh ins Ohr gesetzt, wetterte Amy. Psst, die Wände könnten Ohren haben, beschwichtigte Eric sie. Wenn das Plünderer sind, können wir mit Sicherheit über ein Lösegeld verhandeln. Ich sagte doch schon, die wissen genau, warum wir hier sind. Von Van Veit, von ihrem kleinen Liebhaberprojekt, der Unabhängigkeitserklärung und nicht zu vergessen von unseren Verlusten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die haben einen Tipp bekommen und auf uns gewartet. Angela Porter sah Eric herausfordernd an. Sie meinen doch nicht, dass die uns ausspioniert haben und hinter unserem Preis her sind? Vielleicht litt Eric noch etwas an den Nachwirkungen seines Zwangsnickerchens, aber das alles wollte nach wie vor keinen Sinn ergeben. Wo sind eigentlich Ihre drei Kameraden? Hat einer von denen vielleicht geredet? Porters Blick verfinsterte sich und glitt nach unten weg. Auch ohne, dass sie ein weiteres Wort verlor, wusste Eric, dass sie nur noch zu dritt waren. Eine drückende Stille breitete sich aus, und Eric war fast froh, als sich nach einer gefühlten Ewigkeit die Tür öffnete und zwei Bewaffnete den Raum betraten, um ihn mitzunehmen. War nett, Sie gekannt zu haben, rief Porter ihm hinterher. Das Gebäude war in der Tat eine alte Polizeiwache. Durch lange, heruntergekommene Gänge führte man ihn zu einem Großraumbüro, in dem eine Reihe von Soldaten ein Barbecue veranstaltete. Und jetzt sah er, was aus Joseph, Abrams und Roberts geworden war. Von letzterem lehnte nur noch der halbe Torso an der Wand, und Eric würgte kurz, widerstand aber dem Impuls, sich zu übergeben. Eric hoffte inständig, nie in die Verlegenheit zu kommen, Menschenfleisch essen zu müssen, ob es nur nach Hühnchen oder sonst etwas schmeckte. Ihre Wärter sahen das wohl nicht ganz so eng. Weiter ging es durch eine kleine Halle, einmal rechts und zweimal links, bis in einen Verhörraum, wo er mit Handschellen an einen Drehstuhl gefesselt wurde. Er ließ das über sich ergehen, was hätte er auch sonst tun sollen. Für den Moment musste er versuchen, mehr über diese Leute und ihre Motive herauszufinden und dann zu verhandeln. Nach einer Ewigkeit des Wartens betrat eine in Militärzwirn gekleidete Gestalt den Raum und nahm Eric gegenüber Platz. Jetzt fehlte nur noch der Schein der Verhörlampe in seinem Gesicht, witzelte Eric in Gedanken. Sein Gegenüber hatte den Anflug eines Grinsens auf seinem Gesicht wahrgenommen. Das ist so komisch. Schön, dass Sie Ihren Humor behalten haben, Dr. Frederiksen. Jetzt war Vorsicht das Gebot der Stunde, um nicht auf dem Nachtischbuffet zu landen. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Leider wurden wir uns noch nicht vorgestellt. Dürfen Sie nicht? Unterbrach der andere ihn schroff. Ich wollte nur etwas Konversation betreiben. Es wird sich doch sicher eine für beide Seiten annehmbare Lösung für unser kleines Dilemma finden lassen, versuchte Eric, den Ball im Spiel zu halten. Die Miene seines Interviewers blieb unbeeindruckt und kaum lesbar. Wir wissen bereits alles, was wir wissen müssen, Doktor. Ihre Verhandlungsbasis ist daher dünn. Nichts, was Sie uns anbieten können, besitzt einen wirklichen Wert, und Ihr Leben können wir in jeder Zeit nehmen. Ein sehr aggressiver Ton, der allerdings wohl eher der Einschüchterung dienen sollte, als dass er eine wahre Bedrohung darstellte. Irgendetwas erhielt die drei verbliebenen Expeditionsteilnehmer am Leben,
und er hoffte, dass sein Gegenüber ihm verraten würde, was es war. Sie scheinen gut ausgerüstet zu sein. Also keine 0815-Plünderer. Sie haben das Regierungsviertel vermint und uns mit Scharfschützen in Empfang genommen. Hätten sie uns nur töten wollen, wären wir bereits tot. Und der Fakt, dass sie bisher nur 3 von uns auf die Speisekarte gesetzt haben, heißt wohl, dass sie für uns entweder bereits andere Pläne haben oder wir doch nicht ganz so unwichtig sind. Gut, das Letzte war jetzt etwas hochgepokert. Aber nur so sah er sich und seine beiden Gefährten im Spiel verbleibend. Der das Verhör führende war Mitte 40 und wohl wirklich ein ehemaliger Militär. Mittlerer Dienstgrad, vermutete Eric. Die beiden Männer musterten sich. Eric sah einen Funken Wut im Pokerface seines Gegenübers aufblitzen, bevor der Mann das Schweigen brach. Sehr scharfsinnig, Dr. Frederiksen. Sie besitzen in der Tat einen Wert für uns. Ich habe klare Anweisungen, Sie am Leben zu lassen, aber ich will offen sein. Ich mag Sie nicht. Sie haben uns das alles hier eingebrockt. Und so sehr ich an meine Befehle gebunden bin, so sehr widerstreben Sie mir. Ich habe durch Sie alles verloren, was mir einmal wichtig war. Verblüfft sah Eric Bitterkeit hinter der gleichgültigen Fassade aufblitzen. Und der kaltblütige Soldat erschien unvermittelt menschlich, wenngleich Eric nicht den blassesten Schimmer hatte, was er meinte. Unvermittelt streifte ihm ein Gürtel über den rechten Arm. Ich habe die Order, Sie am Leben zu lassen, aber mir wurde nicht befohlen, wie. Die Klinge eines Messers fuhr ruckartig in die Höhe und dann tief in Erics Hand. Er schrie, jedoch mehr vor Überraschung denn Schmerz, denn dieser kam erst jetzt. Und bei dem einen Stich blieb es nicht. Das, was der Soldat da tat, hatte er gelernt. Doch Eric war dessen Professionalität gerade egal. In seinem Kopf herrschten nur Schmerz und Entsetzen, als sich erst ein Finger von seiner Hand löste, dann der zweite. Beim dritten hatte Dr. Eric Frederiksen ein weiteres Mal das Bewusstsein verloren und driftete in ohnmächtige Ahnungslosigkeit ab. Im Dämmerzustand fühlte Eric sich nach oben gerissen und nahm Schwester Betty wahr, die ihn auf die Beine zog. Was machen Sie denn? Sie sollten es definitiv ruhiger angehen lassen. Ihr Körper ist noch schwach. Verwirrt sah er auf seine Hand, doch sie war unverletzt. Dafür hatte er eine dicke Beule an der Stirn. Was zum Teufel wurde hier gespielt? War die Krankenhausszene sein mentales Rückzugsszenario? Langsam führte ihn die Schwester zurück zu seinem Zimmer und auch die Gaffer, die ihn amüsiert oder erschrocken gegen die Scheibe hatten laufen sehen, zerstreuten sich langsam. Das fühlte sich trotz aller Unwirklichkeit allzu real an. Und doch konnte er nicht gleichzeitig in 2 Realitäten leben, oder? Er setzte sich auf sein Bett und bekam eine Tablette und ein Glas Wasser in die Hand gedrückt. War das die blaue Pille? Würde sie ihn tiefer in den Kaninchenbau führen? Oder konnte er wieder den Geschmack eines Steaks genießen? Was ist das? Fragte er und sah zur Schwester hinüber. Für Ihren Kopf. Danach geht es Ihnen besser. Und Sie können sich etwas ausruhen. Sie wirkte überzeugend. Und er hatte heute zu viel Verrücktes erlebt, um noch Widerstand zu leisten. Also schluckte er die Tablette und spülte sie mit dem Glas Wasser hinunter. Und sie hatte nicht zu viel versprochen. Wenige Minuten später breitete sich ein warmes Gefühl über seine Schläfen um den gesamten Kopf herum aus. Und der Schmerz versiegte wie Wasser in der Wüste. Jetzt lehnte er sich zurück und beschloss, etwas die Augen zu schließen. Er hoffte, der Traum würde noch etwas darüber hinausgehen. Die Realität wünschte er sich weit weg. Schließlich hatte dort eben ein verbitterter Irrer seine Hand verstümmelt. Der Schlaf war ereignislos, also kein erneuter Traum im Traum. Das verbuchte er einmal auf der Plusseite. Viel verrückter mochte die Situation auch nicht werden. Und auch als er erfrischt und gestärkt wieder wach wurde, lag er nach wie vor in seinem Krankenzimmer, das sich immer noch wie ein ferner, fremder Ort anfühlte, jedoch immer realer und greifbarer wurde. War sein Leben, die letzten Jahre nur ein Traum? Wieder einmal den Kopf in den Wolken gehabt? Ich habe mir große Sorgen gemacht. Erst jetzt sah er die junge Frau, die am Ende des Bettes saß. Sie hatte langes, kastanienbraunes Haar, das zu einem Zopf geflochten war. Das Kleid war sommerlich kurz. Sie sah aus, als sei sie eben vom Tennisspielen gekommen. Einige Sorgenfalten glätteten sich langsam wieder. Die Augenringe deuteten auf wenig Schlaf hin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Es war so ein dummer Streit und die Vase. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Das Make-up schien etwas verlaufen zu sein. Sie hatte geweint.
Du sagst ja nichts. Sie haben dir doch hoffentlich nicht die Zunge amputiert, oder? Auf einmal wurde ihm bewusst, dass er sie schon eine Weile einfach angestarrt haben musste. Ich habe dich so sehr vermisst und liebe dich über alles. Und wenn ich meinen rechten Arm geben müsste, um die Zeit zurückzudrehen und alles ungeschehen zu machen, würde ich das tun. Doch das brachte er einfach nicht heraus und stammelte stattdessen nur vor sich hin. Bis eine weitere Stimme erklang. Shangri-La. Wie bitte? Was? Fragte Eric die neue körperlose Stimme. Der Name ist Shangri-La. Sein Bewusstsein hatte erneut einen Sprung gemacht. Wo war er jetzt? Und mit wem sprach er? Und war das überhaupt seine Stimme? Die andere Stimme fuhr ungerührt fort. Die Droge ist vor wenigen Wochen auf den Straßen von San Diego aufgetaucht, was ja auch nachvollziehbar ist. Eine Droge, die im Bewusstsein ein Wunschuniversum erschafft, in dem alle Sehnsüchte wahr werden und alles rosa Zuckerguss ist. Ein No-Brainer. Erklang eine dritte Stimme. Sie sagen es, Dr. Anderson. Und das hat er sich gespritzt? Moment mal. Zwei Stimmen? Und redeten Sie von ihm in der dritten Person? Eric hatte sich nichts gespritzt. Er hatte nur einen schönen Traum von seiner Frau und... Ich glaube, dass er das schon seit einer Weile einnimmt. Das würde sein merkwürdiges Verhalten in den vergangenen Wochen erklären, finden Sie nicht? Aber was machen wir jetzt mit ihm? Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Die Stimmen sprachen tatsächlich über ihn, oder? Aber er war doch hier. Er musste wahnsinnig geworden sein. Was war hier los? Warum konnte er an dem Gespräch nicht teilnehmen? Dr. Amy Anderson sah Angela Porter resigniert an. Eric Frederiksen lag mit gläsernem Blick in der Ecke des Raumes und seine Pupillen zuckten nervös hin und her. Sie mochten ihn nicht. Ein besserwisserischer Unsympath, der seine Stellung bei Van Veit nur durch Glück erreicht hatte. Er hatte sie in diese Situation gebracht. Und wofür das alles? Ein weiteres Puzzlesteinchen auf einer irrsinnigen Schatzsuche, die er Van Veit eingeredet hatte. Sollte er bloß in seiner drogeninduzierten Realität bleiben, da konnte er zumindest nichts anstellen. Die Droge Shangri-La war aus dem Nichts aufgetaucht und das Mittel der Wahl für alle, die sich in die gute alte Welt zurückversetzen lassen wollten. Wer wollte schon in einer dem Chaos und der Anarchie anheimgefallenen Welt leben, statt seiner jeweiligen Wunschrealität? Das machte Shangri-La noch gefährlicher. Frederiksen musste sich einen ordentlichen Schuss versetzt haben, als die Wachen ihn zurückbrachten, zusammengekrümmt und das Fehlen seines rechten Arms beweinend. Trotzdem man den Stumpf abgebunden hatte, hatte die Wunde noch ordentlich nachgeblutet. Und seitdem war er auf dem Trip. Auf der Flucht vor einer Realität, die er nicht mehr ertragen konnte oder wollte. Sie mussten schleunigst entkommen. Zurück in die Zivilisation oder zu dem, was davon übrig geblieben war. Ob Van Veit schon die Kavallerie losgeschickt hatte? Ihre Gastgeber hatten sich seit Stunden mit Frederiksen beschäftigt. Die Schreie hatten sie bis in die Zelle gehört. Wer würde wohl als nächstes dran glauben müssen? Und was wollten diese Leute von ihnen? Offensichtlich waren es ehemalige Soldaten, eventuell von einem hiesigen Militärstützpunkt. Nach dem Ende der alten Welt und binnen Stunden nach der Ansprache von Präsident Forrester war die öffentliche Ordnung zum Teufel gewesen. Niemand konnte mehr Freund von Feind unterscheiden. Es ging nur noch um die Flucht in den Süden und das eigene Überleben. Dr. Amy Anderson erinnerte sich nur zu gut an diesen Tag. Sie war 9 Jahre alt gewesen und hatte mit ansehen müssen, wie ein brutaler Plünderer ihren Vater und ihre Mutter mit einer Schrotflinte erschoss, kurz bevor er selbst von einem Krankenwagen erfasst und in einen blutigen Haufen menschlicher Überreste verwandelt wurde. An jenem Tag war sie erwachsen und für ihre kleine Schwester verantwortlich geworden. So sehr sie Frederiksen mit seiner teils oberlehrerhaften Art und seinen blöden Sprüchen auch hasste, so überzeugt war sie davon, dass sie schon genug Leute hatte sterben sehen. Auch wenn Corporal Porter fest dazu entschlossen schien, den labilen Wissenschaftler in seinem Shangri-La-geschwängerten Koma zurückzulassen, konnte sie das daher nicht. Jetzt oder nie, aber nur mit ihm. Haben Sie einen Plan? Vergiss das, Sie, Schätzchen. Ich habe eine Idee, aber das wird nicht leicht. Amy schluckte. Es gab keine Alternativen. Und die Zeit lief ihnen davon. Kapitel 3 Exit-Strategie.
Captain Raymond Barry gähnte und schaffte es nicht mehr rechtzeitig, die Hand vor den Mund zu halten. War ihm eigentlich auch egal. Schaute ja eh keiner zu. Die anderen waren beschäftigt. Eine gute halbe Stunde musste er noch wach bleiben. Dann noch eine weitere Runde um den Block joggen mit Rex, seinem deutschen Schäferhund, der bestimmt schon ganz aufgeregt auf sein Herrchen wartete. Seit dem großen Niedergang hatte er fast alles verloren, aber Rex begleitete ihn schon sein halbes Leben lang. Wenn die Menschen nur halb so treu wären. Er seufzte. Ihre Einheit war immer unterwegs und reiste von Stadt zu Stadt. Ein ziemliches Nomadenleben, aber als Marine hatte er abseits der Truppe noch nie ein wirkliches Zuhause gehabt. Und was sie hier taten, war wichtig. Sie leisteten ihren Teil, um die Welt wieder aus der Scheiße zu holen, und sie hatten dafür Dinge tun müssen, für das ihn sein jüngeres Ich verachtet hätte. Für das große Ganze mussten Opfer gebracht werden. Sie mussten die USA wieder aufbauen. So hatte sie ihre neue Mission vor 3 Wochen in die ehemalige Hauptstadt geführt. Zuerst hatten sie den Perimeter gesichert und von Plünderern und Glücksrittern gesäubert, ein Minenfeld gelegt, nebst Überwachungsgitter, um den Bunker von Project Purity zu sichern und dann auf ihren prominenten Gast gewartet, um 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dieser hatte sich aber Zeit gelassen. Vor 4 Tagen war der Proviant zu Ende gegangen. Nachschub gab es in diesen unsicheren Zeiten nicht, und alle Vorratsquellen in Meilenumkreis waren vor mindestens 15 Jahren schon versiegt. Und auch die Flora war so aggressiv geworden, dass auch die Fauna es nicht überlebt hatte. Dann hatten sie Gefangene gemacht. Er war nicht stolz auf sich, aber es gab Dinge, die getan werden mussten, um zu überleben und die Mission zu erfüllen. Immerhin, Rex verstand das. Und morgen in den frühen Morgenstunden würden sie die Zelte abbrechen. Die Projektdaten von Purity waren gesichert und diese Wissenschaftler aufgegriffen. Es wurde auch Zeit. Die Moral begann zu bröckeln. Nicht nur wegen dem Speiseplan aus der Hölle. Es musste endlich sichtbare Fortschritte geben. Ein klares Ziel, das fehlte ihnen. Oder die Führung wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. Ja, ein Soldat sollte seinen Befehlen gehorchen. Es zermürbte die Truppe aber, zu ihren Handlungen keinen Kontext zu haben. Und so lagen die Nerven bei allen blank, und ein Funke konnte alles zunichte machen. So hat er Sergeant Emmanuel nur knapp davon abhalten können, diesen Frederiksen zu zerfleischen. Dass er laut Missionsbriefing der geistige Vater von Project Purity war und damit in den Augen vieler ein Monster, machte es schwierig, für Frederiksens Sicherheit zu sorgen. Seltsam, dass so eine kleine graue Maus für so viel Leid auf der Welt verantwortlich sein sollte. Aber ihre Informationsquellen hatten sich noch nie geirrt. Sie mussten hier schnell weg. Ansonsten mochte er den Nachtdienst. Die meisten seiner Kollegen waren entweder mit den Abreisevorbereitungen beschäftigt oder versuchten noch etwas Schlaf zu bekommen. So hatte Raymond Barry Ruhe und übernahm gerne einmal die Bewachung der Gäste. Doch unvermittelt hatte sich etwas verändert und seine Sinne fokussierten sich wieder voll auf die Aufgabe. Er sah sich im leeren Gang um, aber da war nichts. Oder doch? Das Licht im Gang flackerte kurz auf. Für einen Moment wollte er sich wieder beruhigt zurücklehnen. Das war sicher nur der portable Generator, der wieder einmal nach einer Behandlung mit der Zange verlangte. Ein weiteres, diesmal längeres Flackern. Diesmal wollte der Generator es wohl wirklich wissen. Plötzlich verlosch das Licht mit einem hellen Aufblitzen ganz und Raymond sprang automatisch in Kampfstellung. Er griff an seinen Gürtel und verdrehte die Augen. Fackeln. Warum hatte er keine Magnesiumfackeln mehr am Gürtel? Verdammte Versorgungslage. Langsam und ohne einen weiteren Laut bewegte er sich rückwärts, während sich seine Augen nach und nach an die Dunkelheit gewöhnten. Schatten schälten sich aus dem Nichts um ihn herum. Hatte er da gerade eine Bewegung ausgemacht? Wo waren die anderen, wenn er sie einmal brauchte? Die mussten doch jetzt auch im Dunkeln sitzen. Von Ferne hörte er ein paar Flüche. »Wer da? Identifizieren Sie sich!« Mit einem lautlosen Ausfallschritt trat er zur Seite. Jetzt war er sicher, dass sich vor ihm etwas bewegte. Und wäre das ein Soldat gewesen, so hätte er sich längst gemeldet. Aber wie waren die Flüchtigen aus dem abgeschlossenen Raum entkommen? Oder hatten sie etwa einen Kurzschluss herbeigeführt?
Vorsichtig griff er in eine seiner Taschen und betätigte vorsichtig den Taster seines Funkgeräts. Ein Code, den sie für solche Notfälle vereinbart hatten. Eine schnelle Bewegung in der Dunkelheit und er brach bewusstlos zusammen, während von weiter hinten laute Rufe erschallten, die seiner Position schnell näher kamen. Es war nicht ganz einfach gewesen, mit den vorhandenen Gegenständen die Stromleitung in der Wand freizulegen. Man hatte ihnen das gesamte Werkzeug und große Teile der Ausrüstung abgenommen, aber aus ihren Schutzanzügen bzw. aus deren Sauerstoffventilen ließ sich ein sehr provisorisches Kratzwerkzeug gewinnen. Nicht ausreichend für Stahlbetonwände, aber der alte Putz gab schnell nach und damit war der Zugang zu der Stromleitung frei. Der Kurzschluss legte das Schloss der Tür lahm und gab ihnen die Gelegenheit zur Flucht. Ihre Gastgeber waren gut ausgerüstet, doch hatte deren Wache wohl kein Nachtsichtgerät. Ihr Zeitfenster verringerte sich massiv, als letztere einen Alarm auslöste. So schleppten sie Frederiksen erst einmal zu einer Toilette auf dem Stockwerk, um sich von dort aus Zugang zu den Lüftungsschächten zu verschaffen. Der Erfolg ihrer Flucht hatte am Ende mehr mit einer ausreichenden Portion Glück und dem unzureichenden provisorischen Lager ihrer Gastgeber als einem durchdachten Plan und Strategie zu tun. Bevor die gesamte Einheit aktiviert und auf den Beinen war, hatten sie sich schon in eines der Nachbargebäude geflüchtet. Ihre Anzughelme hatte man ihnen abgenommen, aber für das kurze Stück halfen ihnen Stofffetzen, die sie vor Mund und Nase pressten. Im Nachbarhaus hieß es dann weiter improvisieren, denn ihr Vorsprung mochte nur wenige Minuten betragen. Sie wussten nicht, dass sie durch eine glückliche Fügung nicht nur den Anführer des Einsatztrupps ausgeschaltet, sondern auch niemand ernsthaft mit einem Ausbruch gerechnet hatte und sie so kostbare Minuten gewannen. Und die brauchten sie auch. Denn mit Frederiksen hatten sie einen ganz schönen Bremsklotz am Bein. Porter hätte ihn zu gerne eiskalt zurückgelassen, aber während man ihre Männer als Kollateralschaden verbuchen musste, galt das für ihre Ladung nicht. Eine irre Rechnung. Aber so wurde bei militärischen Operationen gedacht. Das ganze patriotische Gerede lullte die Truppen ein, aber jeder ausgebildete Soldat kannte das Risiko. Nicht, dass sie irgendjemandem ein solches Schicksal wünschte. Und sie mochten zwar inzwischen eine Söldnerarmee sein, das änderte am Vorgehen aber wenig. Sie selbst war einmal gezwungen gewesen, sich 3 Tage im Gebirge von einem jungen Offizier zu ernähren, verdrängte das aber lieber. Mental konnte man so etwas nur dann ohne Knacks überstehen, wenn man seinem Verstand vorspielte, es wäre nie passiert. Amy untersuchte einmal mehr Frederiksen, der immer noch keine Anstalten machte, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Und das war bitter nötig. Zwar hatten sie gerade noch ein Versteck gefunden und draußen war es ruhig, aber viel Zeit würde ihnen bestimmt nicht bleiben, bevor die fremden Kämpfer sie doch noch finden würden. Aber auch so standen ihre Chancen alles andere als gut. Keine richtige Ausrüstung, keine Waffen und keine Möglichkeit, sich zu Hause zu melden. Dass man wirklich nach ihnen suchte, bezweifelte sie. Trotzdem blieb ihnen im Moment nichts anderes übrig, als verstecken und den Kopf unten lassen und abzuwarten. Es vergingen Stunden und trotzdem blieb es weiterhin ruhig. Selbst einen halben Tag später machten ihre Entführer keine Anstalten aufzutauchen. Erst weitere 3 Stunden später hörte sie das Geräusch eines Hubschraubers, der über ihre Köpfe hinwegflog. Wenige Minuten später erschollen Rufe und es schien, als hätte man sie doch gefunden. Amy und Angela Porter wechselten vielsagende Blicke. Sie würden sich nicht nochmal gefangen nehmen lassen. Da hörten sie eine vertraute Stimme. Eric, Amy, Angela, sind Sie hier? Die Stimme kam Amy nur zu bekannt vor, trotz der Verzerrung durch den Schutzanzug. Aber das konnte doch eigentlich nicht sein, oder? Erleichterung machte sich breit. Angela Porter lugte vorsichtig um eine Ecke, bevor sie »Wir sind hier, Sir!« rief. Langsam kam auch Amy aus der Deckung und ein Trupp Soldaten kam ihnen entgegen, um sie in Empfang zu nehmen. Niemand geringerer als Quentin van Veit höchstpersönlich war gekommen, um sie zu retten. So sehr sie sich freute, bedeutete das nichts Gutes. 2 Soldaten kamen mit einer Bahre an, um Frederiksen aufzunehmen, der immer noch bewegungslos an die Decke starrte. Andere Soldaten reichten Amy und Angela Porter Atemmasken. Minuten später waren sie im Hubschrauber in der Luft und in Sicherheit. Sie ahnten, dass sich mit dem heutigen Tag alles grundlegend ändern würde. Aber ob zum Guten oder Schlechten, mochte nur die Zukunft zeigen.
Die Konsequenzen der von ihnen angestoßenen Ereignisse jedoch würden sie schon sehr bald zu spüren bekommen. Der Flug war lang und wenig erholsam. Die Wolken rauschten an ihnen vorbei, als die kleine Antonov durch den Himmel schnitt. Von hier aus sah die Welt in Ordnung aus. Frederiksens Armstumpf sprach eine andere Sprache. Der Biologe sah gedankenverloren aus dem Fenster. Eine Infusion hing an seinem verbliebenen linken Arm. Als er sich wieder zurück ins Bewusstsein gekämpft hatte, realisierte er, wie viel Glück die drei verbliebenen Expeditionsteilnehmer gehabt hatten. Das war alles viel zu knapp gewesen. Am Ende war ihm vieles bewusst geworden. Zum Beispiel, dass sich seine Selbstwahrnehmung massiv von der Außenwirkung unterschied. War er ein Junkie? Er hatte dieses Shangri-La-Zeug nie bewusst genommen, und doch entsprach alles, was er in den letzten Tagen an Träumen erlebt hatte, genau dem, was diese Droge ihren Anwendern versprach. War der Schmerz, der ihn aus der Vergangenheit verfolgte, so groß gewesen? Hatte er sich nicht mehr anders helfen können? Er wusste es nicht und konnte den anderen beiden daher nicht in die Augen sehen. Und auch das mit seinem Arm ergab noch nicht wirklich Sinn für ihn. Was hatte er diesem Soldaten nur angetan, das ihn dazu getrieben hatte, Frederiksen zu verstümmeln? Und wer hatte ihre Pläne verraten? In diesem Moment setzte sich ihm Van Veit gegenüber. Der alte Mann, der ihn vor 4 Tagen auf diese Mission geschickt hatte, besaß trotz allem eine Aura der Ruhe. Als wäre das alles hier unvermeidbar gewesen und niemand schuld an dem Debakel. Nein, nein, seien Sie nicht so hart zu sich. Ihre Mission war kein völliger Fehlschlag. Wir konnten die undichte Stelle identifizieren. Es war Schneider. Frederiksens verwirrter Blick begegnete Van Veits. Ich habe es mir auch nicht vorstellen können, aber die Söldner, die ihm begegnet sind, gehörten zu seiner alten Einheit. Warum sollte er sich dann aber selbst in die Luft jagen? Wie ein Selbstmörder kam er mir gar nicht vor. Geplant war das sicher nicht, aber für seine Auftraggeber praktisch. Es deutet vieles darauf hin, dass er sie bewusst in deren Arme getrieben hat. Erinnern Sie sich an die Scharfschützen? Sie haben niemanden getroffen, oder? Sie haben uns nicht getroffen. Die Telemetriedaten sind eindeutig. Er ist losgerannt, bevor der erste Schuss fiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hinter Ihnen her waren, Eric. Wir haben eine Transmission aufgefangen, dass die Gruppe Daten eines Projektes namens Purity aus einem geheimen Labor geborgen hat. Und ihr Name wurde genannt. Jetzt versuchen unsere Analysten mehr über dieses Projekt in Erfahrung zu bringen. Sie können sich nicht zufällig erinnern, ob Ihnen dieser Name während Ihrer Zeit in Washington schon einmal untergekommen ist? Frederiksen seufzte und versuchte tief in seinen Erinnerungen zu graben. Doch die Schmerzmittel ließen das nicht zu. Es tut mir leid, Sir, aber ich kann mich nicht erinnern, je von irgendetwas derartigem gehört zu haben. Vielleicht war das aber der Grund, weswegen mich der Soldat angefallen hat. Und möglicherweise hat er mich einfach nur verwechselt. Van Veit schüttelte langsam den Kopf. Das glaube ich nicht. Dafür sind sie zu präzise vorgegangen. Und in der Transmission fiel ihr Name. Wer auch immer diese Aktion geplant hat, hat Zugriff auf die gleichen, wenn nicht sogar auf mehr Datenquellen als ich. Und wie Sie wissen, gibt es fast nichts, das lange vor mir verborgen bleibt. Sie sollten sich aber erstmal etwas schonen. Das mit Ihrem Arm tut mir leid. Und mir tut es leid, dass ich mich anscheinend zugedröhnt habe. Dieses Zeug hat meinen Verstand ganz schön vernebelt und durcheinander geworfen. Jetzt nickte der alte Mann, dessen weiße Haare und Vollbart ihm einen großväterlichen Touch gaben. Ein Fiepen aus der Decke läutete die Anflugphase ein. Endlich wieder zurück in San Diego.